Yo, Leute, ich bin in den Poolrooms. Denno? Denno, bist du da? Heidi, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich über Walkie-Talkie. Wo bist du gerade? Ich dachte, wir sind im selben Raum. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, Mann. Aber mir macht das Angst. Wo bist du? Ich such mal nach dir. Ey, Leute, wir sind auf jeden Fall wieder zurück in den Backrooms. Das hier ist das Special Level und zwar die Pool Rooms. Eigentlich soll die ja relativ sicher sein, aber angeblich gibt es hier trotzdem Monster. Leute, das ist jetzt auf jeden Fall die 4. Episode der Backrooms. Checkt unbedingt die anderen Episoden mit Denno und mir ab. Die sind richtig, richtig heftig gewesen. Aber jetzt müssen wir erst einmal nach ihm suchen. Warte mal, was siehst du jetzt eigentlich, Denno? Bei mir ist es noch hell, aber ich sehe hier so einen dunklen Raum. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, aber hier ist überall Wasser und ganz komische Belichtung, alles dunkel. Bro, hier ist so ein Raum, der dunkel ist. Ich trau mich da nicht rein. Ich habe keine Taschenlampe, ich habe gar kein Inventar mehr. Nichts ist ja mehr hier. Oh mein Gott, Bruder, ich habe noch einen Saft mit Geschwindigkeitsboost und ey, wir müssen dran denken, dass wir auch natürlich unser Verstand verlieren. Ja, das stimmt, Alter. Ich brauche diesen Mandelsaft. Warte mal, hier ist noch ein anderer Weg. Ich nehme den anderen Weg. Ich traue mich nicht in dieses Dunkle. Oh mein Gott. Okay. Was ist das? Bleib auf Funk. Ich will, dass du mir, wenn du was Auffälliges siehst, sagst mir Bescheid. Ja, machen wir, Alter. Machen wir. Wo ist der? Keine Ahnung. Yo, Denno, ich habe hier einen Raum gefunden. Hier sind so viele Räume miteinander verbunden. Siehst du den auch? Heidi, Bro, ich kann dir das, also... Wer bist du? Kickkarte herzeigen. Bist du das? Bist du das wirklich? Denno. Bist du Denno? Moment, zeig deine Keycard nochmal. Und... Er ist es! Yeah! Zeig deine Keycard. Ja, Heidi, Bro. Endlich Gott sei Dank. Haben wir uns ich hab was gefunden. Komm mit. Was? Hast du einen Zettel gefunden an der Wand? Nein, was ist das denn hier, Mann? Oh mein Gott, das... Leute, ich habe das mal in GTA 5 auch erlebt, diese Poolrooms. Und jetzt sind wir das erste Mal in den echten Poolrooms unterwegs. Was meinst du, links, rechts oder Mitte? Boah, Leute, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr genommen hättet. Ich würde sagen, Bro, wir gehen einfach die goldene Mitte. Okay, dann komm, let's go, auf geht's zur goldenen Mitte. Und mal gucken, was uns da drin erwartet. Oh mein... Ey, Leute, das sieht geil aus, oder? Das sieht echt cool aus. Echt? Arschbombe! Let's go! Alter, das sind die ersten Räume in den Backrooms, die mir richtig Spaß machen, muss ich sagen. Solange wir kein Monster sehen. Also ganz ehrlich, da sehe ich uns beide auch mal wieder so in dem Pool, ne? Bisschen am Chillen und so. So ein bisschen Sauna danach. Vielleicht gibt es ja auch noch die Sauna-Rooms, wer weiß. ich glaube nicht. Aber mal ganz kurz, wo zur Hölle müssen wir jetzt eigentlich hin? Und was bedeuten die Pool? Weißt du was? Also laut den Gerüchten... Oh mein Gott, da ist so ein dunkler Raum. Laut den Gerüchten sind die Poolrooms so ein dunkler... na gut, eigentlich ein heller Raum, eine friedliche Ebene. Ist das der Ausgang? Sollen wir da reingehen? Bro, warte mal. Ich hab die... Wo bist du? Ich hab die Bestrafung ja bekommen. Leute, das ist jetzt meine Bestrafung. Ich muss jetzt zuerst in diesen Raum reingehen, okay? 3, 2, 1... Nein, die warte! Oh mein Gott. Hier ist eine Wand. Heidi. Ich bin draufgegangen. Hey! Ich auch! Was? Mach tot! Nein! Oh mein Gott! Heidi. Nein! Okay, Denno, du meinst Bro, die goldene Mitte? Grad, die goldene Mitte war es wohl nicht, Alter. Also, ich glaube, wir gehen links. Komm, wir gehen jetzt nach links. Ich gehe mit dir. Ja, wir gehen nach links. Wow, das sind die Sauna-Rooms! Wow. Alter! Warte mal. Aber, ich habe sehr ungutes Gefühl. Warum ist das Wasser so dunkel und warum ist hier eine dunkle Wand? Heidi, Bro. Bro, ich. Das... Meinst du, man soll ins Wasser springen? Ich glaube nicht. Okay, komm mit. Wir machen's, oder? Nein. Nee, oder? Sollen wir es probieren? Leute, ganz ehrlich. Leute, jeder will doch wissen, was da drin ist. Wir springen bei 3. Lasst ein Like da. Alle mal ein Like da lassen. Okay, wir springen jetzt in 3, 2, 1. Let's go. Hat ja super geklappt. Ja, Heidi, was soll ich sagen? In die Sauna-Rooms sollten wir vielleicht noch nicht so reingehen, ne? Ja, okay, dann lass rechts lang gehen, komm. Ich glaube... Aber mal ganz kurz, die Bestrafung, ne?
Was denn? Ihr solltet die Community aussuchen, Bro. Oh. Und da hat jemand einen richtig geilen Kommentar geschrieben. Was denn? Blend ihn mal kurz ein. Nämlich, dass ich die ganze Folge über dein Inventar bestimmen darf. Das finde ich so cool. Wie unfair ist das denn? Okay, komm. Solange ich dich draufgehe, mache ich das mit. Alles klar, Leute. Aber im nächsten Video bestrafe ich Denno. Ihr müsst jetzt alle mal Backrooms in die Kommentare schreiben. Dann können wir Denno in der nächsten Folge bestrafen. Hey, also, ja, okay, Leute. Ihr könnt ja mal rübergehen zu ihm und schreibt damit. Bro, da ist ein Monster mit Augen. Siehst du das? Was? Da ist ein Monster mit Augen. Nee. Du siehst es, was oder? Was ist das denn? Da, ja. Da ist ein Monster. Meinst du, wir sollen da rein? Sollen wir da rein? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Überall, wo es dunkel ist, sollten wir nicht rein, aber... Warte mal! Was denn? Komm mal her! Okay. Ich sehe was! Was denn, Bro? Komm her! Ist da was Gutes? Wow! Jo! Alter, da müssen wir hin, egal was passiert! Ist das der Ausgang? Haben wir es gefunden? Oh mein Gott! Warte, hier ist was! Was haben wir... Das könnte der Ausgang sein, Bro. Du hast ihn gefunden. Boah, schnell, schnell. Oh Gott, Mann. Warte, aber rechts ist auch noch ein Raum. Rechts ist auch noch ein Raum. Wollen wir uns aufteilen oder wollen wir erstmal kurz reingucken? Nein, okay. Ich glaube nicht, dass wir aufteilen. Aber wenn wir in eine dunkle Stelle gehen, dann geht jeder einzeln, okay? Also dann sehen wir, ob das was bringt oder nicht. Wow, was ein komischer Raum. Was okay, hier will ich nicht reinspringen, weil ich glaube, ich breche mir hier die Beine. Ja, das ist zu tief. Wir gehen mal einfach durch diesen Tunnel hier durch, okay, Bro. Weil du dann hast ihn ja schon gesehen und ich glaube, da könnte was dran sein. Ja, hier ist es zwar dunkel, aber der Raum sieht speziell aus. Das sieht cool aus. Ey, da hinten! Der Ausgang, Heidi! Da ist der Ausgang! Yeah. Let's go! Nichts wie raus aus den Poolrooms. Ich meine, es war ganz schön hier, aber es ist irgendwie so langweilig, so undekoriert. Und auch übelst gruselig, was... Ey, Bro. Wir beide gehen jetzt sowas von in die Ringe rein. Nein, Let's ich glaube, das, go. Das wird nicht gut ausgehen, oder? Komm! Ah, man kommt da... Ja! Komm mal da rein! Hey! Ja, du stehst gerade auf dem Ring drauf. Na gut, komm, lass mal entlang. Was glaubst du, wartet jetzt hier gleich auf uns, Bro? Ich weiß es nicht, Alter. Krass. Aber gut. Oh, oh. Welcher Ausgang? Ich glaube, man geht einfach. Ja, let's go! Ja, wir haben es geschafft! Was? Hä? Oh nein, das sieht nicht gut aus. Heidi? Was? Was ist passiert? Bro! Lauf! Bro! Oh Gott! No! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! No! Nein! Oh mein Gott! Nein! Was war das? Oh mein Gott! Was war das? Okay, welche Tür ist das jetzt? Ich war, wir müssen hier weg! War das die Tür hinter uns? Ich weiß es nicht! Hier, die, nein, nicht die Tür! Mach auf! Ja! Ja! Bro! Was? Hier ist das Ende! Wer steht denn? The End! Was ist... Oh mein Gott, ist das? Der sieht einfach aus wie SCP, aber es sieht aus wie einer von die... Oh mein Gott, der kommt nicht hierher, oder? Was? Oh nein. Denno, Vorsicht, 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 schleichen. Alter, der kommt dir nah. Der kommt dir nah. Was ist das? Heidi, was ist das für ein Monster? Was geht hier eigentlich gerade ab? Ich weiß es nicht, Alter. Oh, hat er mich gesehen? Warte, hier sind Taschenlampen. Da ist was. Warum brauchen wir Taschenlampen? Meint ihr, das Monster sieht die Taschenlampe? Hallo, liebes Monsterli. Hallo. Oh, er sieht mich. Oh mein Gott, er sieht... Oh Gott. Nein! Oh Gott. Er hat Denno. Warte, hier sind... Ah! Er hat mich auch. Okay, Bro, merken wir uns, wir sollten dieses Monster nicht mit Licht angreifen. Vorsicht, hinter dir ist er. Er ist hinter dir, er ist in diesem Bücherregal. Okay. Wir können die Taschenlampe nehmen, aber... Hey. Warte mal, hast du gerade beide Taschenlampen genommen? Da war nur eine, Bro. Ey, nein, da war gar keine eine. Hey! Doch, safe. Ey. Da war nur eine, ich schwöre. Der hat mich angelogen hier, der will mein Inventar bestimmen, das war's wohl, ne? Nein, 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 ja, da ja, war ja, wirklich ja. nur... Heidi. Warte, lauf. Oh Gott, ich laufe. Nein. So, jetzt nehme ich die Taschenlampe. Oh, nice, das ist eine Taschenlampe, Bro? Ja. Dann droppt die mir mal direkt, ne? Würde ich mal sagen, gibst du mir mal deine Taschenlampe kurz. Ja, von mir aus, Mann, ey. Hier, nimm die Taschenlampe. Pass auf, hinter dir ist das Monster, by the way. Ja, okay, du hast recht. Okay, Bro, pass auf. Ich schenke dir das Mandelwasser da drüben im Regal. Ja, okay. Oh mein Gott. Der hat was gehört, der hat was gemacht. Warte, ich gehe auf die linke Seite. Achtung, ich laufe auf die linke Seite. Okay. Ey, hier ist ja eine Taschenlampe. Die nehme ich mal lieber an mich. Wer weiß. Och, komm schon. Warte, hier liegen Kassetten. Ich habe eine gesammelt. Ist da was? Echt? Yo, warte. Oh nein.
Der ist auf dem Weg zu mir. Ich habe auch eine Kassette gefunden. Oh Gott. Muss man die jetzt hier alle einsammeln oder was? Oh Gott, nein. Oh, der war so nah an mir dran. Oh nein, er ist immer noch nah dran. Ich glaube, der wird angelockt davon. Der ist der... Es ist der Kassettenhüter. Der bis... Hey, was? Ja, das ist der Kassettenhüter. Der sorgt sich darum, dass die Videothek nicht leer geht. Ist aber fast leer. Ey, Mann, dieses Viech hört uns, glaube ich, nicht, ne? Also sieht uns nicht, aber ja, hört uns. Ja, ich sammle das. Wir müssen uns hinter diesen Teilen verstecken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich verstecke mich. Der hat mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Wie viele Kassetten? Bro? Was? Heidi? Ich habe keine Taschenlampe. Warum ist es so dunkel? Bro? Warst du das gerade? Ich habe eine Kassette gesammelt. Plötzlich ist das Licht aus. Was Bro, ist das denn jetzt hier, Mann? Ich sehe nichts. Heidi. Warte, ich will die Leute laufen. Ich komm zu dir, Heidi. Wir gehen auf Funk. Bruder, du kannst mir die Taschenlampe geben. Hallo, Alter. Ah, ich sehe doch. Ich sehe die roten Augen, aber ich bin in der einen Ecke. Bleib cool. Ich komm erstmal zu dir jetzt direkt. Ja, warte, ich sehe ein Licht. Ja, ich sehe dich. Siehst du mich? Ja. Ja, ich sehe das Licht, aber sei vorsichtig, das Monster ist hier. Warum ist das Licht ausgegangen? Oh mein Gott. Okay, Bro. Bist du in der Ecke da sicher? Ich bin hier. Ja, die Ecke ist safe. Die Ecke ist safe. Ich bin okay, ganz warte, in der Ecke. Ich leg dir eine Taschenlampe hin. Komm, warte leg kurz. Sie mir hin. Wow. Okay. Hier unten. Da liegt. Ist sie. Let's go, Leute. Endlich haben wir eine Taschenlampe. Boah, was ist... Heidi, Bro, warte, was hier ist hier los, Mann? Hier ist ein Feueralarm. Kann man den drücken? Warte. Oh! Yo, ich habe ihn gedrückt. Lockt ihn das damit an? Können wir das, glaub, damit das können wir das anlocken. An. Ich glaube, das lockt ihn an. Das lockt ihn 100%. Ja, es hat ihn angelockt. Okay. Wir müssen... Oh, nehmen gut wir nochmal die Taschenlampe zu mit. Wissen. Warte, was? Was ist das für ein Level? Es ist das Video... Da ist ein PC. Deine Mitte ist ein... Einen Monitor. Okay, Vorsicht, der ist direkt bei dir. Ich würde mich in Sicherheit begeben, oh, Alter. Der ja, ist ich direkt... begebe mich mal in Sicherheit, du hast recht. Ja. Bro, also, ich habe so Angst vor dem Viech. Boah, es ist auch so ein ekliges Monster, ne? Es ist richtig creepy. Okay, wir müssen in der Zwischen... Oh Gott. Okay. Er bewegt sich. Ganz locker, Heidi. Ganz locker. Ja, ich bin locker. Oh, oh. Hat er mich gesehen? Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich. Heidi, ich rette dich. Oh. Nein, 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 ich aktiviere den Feueralarm. Lauf weg. Oh. Der ist weg. Ich kann ihn nicht mehr drücken. Ich kann ihn nicht mehr drücken. Kann man ihn nur einmal drücken? Ja. Oh Mann, bitte nicht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Alter, dieses. Das Monster ist richtig am Glitschen. Okay, dieses Monster. Oh nein. Nein. Oh nein, Leute. Heidi ist draufgegangen. Oh. Nein, der hat einfach diesen Sound ignoriert. Okay, dann, weißt du was? Komm, wir rushen das durch. Heidi, Bro. Was hast du gemacht? Den er PC hat ihn aktiviert. Gestartet. Was ist denn jetzt los? Was geht denn jetzt? Ha? Wow! Was geht denn jetzt ab, Alter? Oh, ich sehe den Smiler. Oh Gott. Wir müssen da rein, glaube ich, in den Kreis. Oh, ja! Ja! Let's go! Wir sind raus! Woo. Oh Gott! Und, oh, yes, nein. Mann! Nein, der Smiler wird mich gleich sehen. Oh, Mann. Bro, weißt, ich hab dich. Bro, ich hab dich. Oh, Mandelwasser, natürlich, Leute. Ehre! Leute. Schreibt einfach Ehre in die Kommentare. Mann, yes. War das ein tricky Level, aber hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich mag diese Schleichsequenzen. Aber was ist das hier als nächstes? Warte mal, hier steht was. Komm mal her. 94. Von 94 soll man runterspringen? Bro. Meinst du? Hörst du das? Was? Da lacht jemand. Ist das die unendliche Treppe? Wir müssen bei der 94 runterspringen, also gehen wir jetzt hoch, Heidi. Alles klar, Alter, wir gehen hoch. Wo steht die Zahl? Wir sind bei 2. Was? Wir Alter. Sollen 94 Stufen hochgehen? Ja. Oh nein. Ah, ich hasse diese Treppensimulator. Kennst du das mit dem SCP? Ich habe davon was gehört. Sehr gruseliges Spiel. Werde ich niemals spielen. Aber wenn ihr das haben Safe wollt, dann nicht. Schreibt mal SCP-Treppensimulator in die Kommentare. Aber ich, Leute, ich verspreche euch, ich werde das nicht spielen. Es sei denn, dieses Video wird aus irgendeinem Grund 10.000 Likes erreichen. Nur dann werde ich dieses Spiel spielen.
Also ihr wisst, was zu tun ist. Das ist eine geile Challenge, Digga. Da also nur wenn das Video 10.000 Likes erreicht, dann werde ich dieses Treppenhorror-SCP-Spiel spielen. Aber nur dann, weil ich möchte es nicht. Aber es sei denn, ihr wollt es so dringend. Hier oben. Wo bist du? Da ist er, Leute. Da kommt er doch mal. Ah. Meine Güte, du brauchst ja ewig, Bro. Ja, Alter, die Sprintentaste klappt nicht mehr bei mir. Oh, Leute, wir sind fast da. 91, Heidi, wo bist du? Boah, Junge, das ist ein Marathonlauf. Ich bin auch bei 91 gerade. Heidi. Ich bin da. Stage 94, das ist sie. Es ist das. Man könnte jetzt, theoretisch. Stellen wir uns auf das Podest. Hochgehen. Und springen dann runter. Bist du sicher, dass da was passiert? Soll ich für dich springen? Ich kann's dir nicht sagen, Bro. Soll ich für dich springen? Soll ich's machen? Heidi, das kann ich nicht verantworten. Ich werd's tun! Oh. Glaube ich. Ich werd's tun einfach! Oh ja. Gott, Heidi! Was passiert? Denno! Schaffen wir das Level? Ich, komm, spring hinterher! Okay. Was? Oh mein ist Gott! Das? Alter, Hypnose? Oh mein Gott! Junge, das geht unendlich lang! Ich sehe das Licht! Es ist, ich sehe das Licht, Bro! Da kommt das Licht! Moment! Was passiert jetzt? Oh! Wir haben es geschafft. Wow. Oh mein Gott. Wir sind draußen aus den Backrooms. Ja. Ja, endlich. Warte mal, die Straße kenne ich gar nicht. Hey, Mann. Von hier sind wir aber nicht in die Backrooms reingegangen, Bro. Nee, das stimmt. Und irgendwie sieht das Ganze so nach Truman Show aus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ey. Das sieht so richtig unnormal aus. Das sieht so... Wer baut denn Häuser hier weg von der Straße, wenn hier so eine kleine Ministraße ist? Was ist das? Auf den Häusern sind irgendwie so Dreiecke drauf, es sind keine Pfeile oder so. Hä, was ist denn das hier für eine Gegend? Lass mal das Haus abchecken. Ich habe hier ein sehr ungutes Gefühl. Hier ist ein Wasserturm. Ich glaube, der weist uns den Weg. Aber okay, checken wir mal. Moment! Da hinten ist was. Da ist ein Schild. Ja, ja, aber... Ja, da steht nichts. Doch, glaub mir, da wird irgendwas sein. Ich geh da mal hin. Okay, Bro, wir bleiben auf Funk, ich geh mal ins Haus. Alles klar, Walkie-Talkie, hörst du mich? Denno, hörst du mich? Ja, over, ich hör dich. Alles klar, okay, ich bin jetzt gleich beim Schild. Ich sag dir, was ich finden kann. Okay, hier ist ein Zettel. Hier ist ein Zettel. Hier steht, sei im Haus bevor... und mach die Lichter aus, bevor es 22 Uhr ist. Heidi, Bro. Bro. Heidi! Warte mal. Heidi, ich habe eine schreckliche Entdeckung gemacht. Du musst herkommen. Bro, das Ding ist, wenn die Sonne gerade untergeht und ich bin noch draußen, während es Nacht ist, dann habe ich ein dickes Problem. Ich lauf hinterher. Bro, ich komme. Wir müssen die Lichter ausmachen und uns verstecken, Alter. Wir müssen die Lichter ausmachen, wenn wir reingehen. Die Sonne geht langsam unter, Bro. Ich glaube... Oh mein Gott, ich sehe den... Oh nein. Ich sehe den Smiler. Das ist nicht gut. Wir müssen die Häuser durchsuchen. Mandelwasser gefunden. Ich habe Mandelwasser gefunden. Wir müssen okay. in die Häuser gucken. Bro. Geh raus rechts. Komm mit. Wir müssen jetzt die Häuser schnell durchsuchen. Ganz schnell. Okay, Alter. Schnell. Ich würde sagen, wir gucken so lange, bis die Sonne untergegangen ist. Aber ich habe was gesehen. Man kann sich im Haus in einem Schrank verstecken. Und zwar unten. Okay? Yo, was hast du gesagt, Enno? Warte, du kannst dich verstecken in Häusern. Ich sehe den Smiler. Er erwischt mich, Bro. Ist nicht dein Ernst. Dieser Anblick. Bro, ich hab für alle Fälle eine coole Taschenlampe dabei. Ja, nice. Die brauche ich auch. Okay, so. Weißt du was? Komm, wir laufen einfach so lange die Straße entlang, bis die Sonne untergeht. Aber wir haben ein kleines Problem. Ich habe da so einen Schrank gesehen. Da kann man sich drin verstecken. Aber wir sollen doch die Lichter ausmachen, wenn die Sonne untergeht. Boah, ja, jetzt. Ich würde sagen, wir durchsuchen erstmal hier die Siedlung so ein bisschen. Und falls Abend wird, dann müssen wir halt zusehen, dass wir mal ganz schön in die Häuser kommen, Bro. Ich beobachte die Sonne. Ich beobachte die Sonne auf jeden Fall. Was ist das für ein Wasserturm da links? Ich weiß es nicht, aber da hinten links sind noch Häuser. Siehst du das? Ah, in den Hügel. Ja, das sieht so aus, als würden da sogar mehr Häuser als normal sein. Ja, das stimmt. Hörst du das? Das ist Musik? Wow! Da sind Süßigkeiten! Oh! Wow! Yeah!
Digga, Mandelwasser, Feuer free! Mandelwasser für immer und sonst! Yo, warte mal. Bro, warum... Warum hört man diesen... Oh Gott. Bro, ja? Die Trucks fahren weg. Warum der Truck warum wird weg, fahren da die hinten. Autos weg? Oh oh. Die fahren weg? Was heißt das? Bruder, ich glaube, die Sonne geht gleich unter. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Wo ist der Eingang zu dem Haus? Wo ist, warum sind... Bro. Wir müssen den Trucks hinterher vielleicht? Nein, wir müssen ins Haus. Bro, du siehst die Sonne. Oder? Ah, noch ist alles Gucci, würde ich mal sagen. Noch ist alles gut, aber es kann schnell gehen. Ich gehe weiter, Bro. Keine Schwäche zeigen, keine Schwäche zeigen, Alter, komm. Aber halt dich in der Nähe des Hauses auf. Oh Gott. Okay, ich dachte. Da hinten ist ein Schloss! Was? Da hinten ist ein fliegendes Schloss! Siehst du das? Wo? Da! Ich seh's doch nicht. Auf der anderen Seite. Oh! Yo, warte. Heidi, da müssen wir hin. Ja, da müssen wir unbedingt hin. Ich glaube, da ist das Ziel. Bruder, aber irgendwie die Sonne, die scheint sich echt gar nicht bewegen zu wollen. Das ist echt auffällig. Ich sag ja, vielleicht steht die Zeit hier still. Wir wissen nicht, mit was wir es zu tun haben. Ja, vielleicht ist das ein easy Level. Bro, das ist so weird, dass die Sonne gar nicht untergeht. Ich glaube, das Spiel meint es richtig gut mit uns. Die gönnen heute. Hier ist das letzte Haus. Der Schatten geht weg. Hier ist das letzte Haus vor der Station. Oh ja, 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 die Wolken bewegen sich. Okay, ich gehe ins Haus. Ich gehe ins Haus. Oh Leute, ich muss mich beeilen. So, wo ist der Lichtschalter? Erklär mir das mal. Hier ist ein Lichtschalter. Rechts, direkt drinne. Okay. Rechts der Lichtschalter. Alles klar, okay. Bro. Ich nehme jetzt mein Mandelwasser. Ich trinke jetzt mein Mandelwasser. Oh. Das war sehr, sehr schnell. Okay. So, jetzt müssen wir einfach nur die Nacht überleben. Einfach nur die Nacht überleben. Wo ist der Schrank? Ich versteck mich im Schrank. Ruhig. Versteck dich im Schrank, Bro. Jetzt wird es wieder Tag. Ha? Ha? Es wird Tag? Ja? Ich höre Geräusche. Es wird Tag. Ja, es wird Tag, du hast recht. Auf. Oh, okay. Let's go, auf zum Schloss. Auf zum Schloss. Auf zum Schloss. Wo bist du? Auf zum Schloss. Ich brauche noch ein bisschen, Digga. Ich bin jetzt nicht so ein Profisprinter wie du. Ja, ja, meine unnötige Ausdauer ist jetzt aber auch wieder weg. Moment mal, ich habe noch einen Riegel. Let's go! Yeah! Oh, ich sehe dich, glaube ich. Du bist da hinten, dieser kleine Furz, dieser kleine Fleck da hinten. Was? Welcher Fleck? Nein, ich glaube, da ist so ein kleiner Pixel, sehe ich da. Ah, da bist du ja. Oh mein Gott. Bist du der Echte? Bist du der Echte? Ja, okay. Komm, ich lauf weg, Alter. Hilfe, Denno jagt mich. Ey, ist das eine Leiter? Ja. Das ist ein Seil. Yo, okay. Wir drücken gleichzeitig drauf, ja? Okay, drei, zwei, eins, let's go. Ja. Okay, come on. Oh, ich steige das gesamte Seil rauf. Ja. Yeah, und das Level ist geschafft. Boah, das war ein einfaches Level, muss ich sagen. Was? Bro, wir sollten in dem Schloss sein und nicht in dem Zirkus, Mann. Digga, das tut mir jetzt aber echt leid, dass das mit dem Schloss, das wusste ich nicht, dass wir hier jetzt in einem, was sollen wir denn machen? Hallo? Warte mal, hier sind Pfeile. Die zeigen irgendwie in diese Ecken. Siehst du das? Auf so. Ja. Ah, hier ist eine Fläche. Kann man irgendwas hier... Hier sind auch noch Zahlen irgendwie. Oh, warte, 5, hier ist 7, so ein Teil. 3. Und das kann man, glaube ich, auf diese Boxen drauf machen. Hier ist ein Stern. Kann man die bewegen? Oh, warte, hier ist ein Kreis. Oh, das heißt das hier? Kann ich das schieben? Oh ja, man kann es schieben. Das hier muss aufs Kreis, glaube ich. Okay, warte mal. Das hier ist, okay. Moment. Das hier ist ein Viereck. Boah, ey, die Physics-Engine ist richtig schlecht, aber ich hab's auf den Kreis gepackt. So, das hier... Hier ist ein Stern. Der wo deinen sieht man den Stern? Namen trägt. So, jetzt kommt's. Ich bring das Teil jetzt aufs Viereck. Sind die hier, sind das die Symbole hier? Darf ich sehen? Ah. Ja. Ja. Ah, okay. Das ist easy. Ups. Okay, was ist das? Ist das der Strudel? Naja. Ah, hier ist ein Stern. Okay, den mache ich jetzt dahin. Oh mein Gott. Wo ist der Stern? Hier, der ist direkt neben dem Symbol. Den habe ich. Ich habe auch einen Stern. Ich habe einen Stern mit einem Kreis. Oh, das ist hier. Ja. Wo ist dann der normale Stern? So, come on. Es wird jetzt was passieren. Jetzt wird was passieren. Jetzt muss was passieren.
Ja! Die Tür geht auf! Let's go! Ist das ein Clown da vorne? Ja. Ist das Pennywise? Heidi. Was steht hier? Es greift dich nur an. Es greift dich nur an, wenn du ihn nicht sehen kannst. Schau ihm hinterher. Okay, hallo, Mr. Clown, alles gut bei Ihnen? Junge, ist das Poppy Pla... Ah. Yo, ich hab mich umgedreht, ich hab ihn nicht angeguckt. Wo ist er? Bro, wir müssen ihn angucken. Heidi. Wir müssen ihn angucken. Wo ist er? Heidi, Mann. Da ist er, ich seh ihn, er ist hinter dir her gewesen. Ich hab ihn gesehen. Bro, ich hab ihn gerade gesehen. Warte, was ist das? Noch eine Taschenlampe. Oh, wow, 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 hier ist ein Geräusch. Was ist das? Hier läuft ein... Hier läuft eine Uhr. Bist du erwischt worden? Denno? Denno? Ich hasse Clowns. Denno, bist du erwischt worden? Hashtag Clown in die Kommentare, Mann, wenn ihr genau fühlt, was ich meine. Denno, hat das Ding dich erwischt? Der Clown hat mir eine Spezialbehandlung gegeben und die war nicht schön. Oh Gott, das ist nicht gut. Wo geht's hier lang? Bro, hier ist eine Uhr. Da steht eine Zeit drauf. Oh, oh. Okay. Heißt das, du musst die Zeit überleben? Ich glaube schon. Ich glaube, 66. Was muss ich jetzt machen? Bro, ich laufe einfach rum. Ich drehe mich. Die Zeit geht höher. Das ist 73. Oh, das ist eine Achterbahn. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gerade gesehen. 80. Oh mein Gott, komm schon, First Try, schaffen wir das. Okay, bisher ist alles gut. Ich glaube, wir machen das wirklich gut, Bro. Ja, das ist das Schlauste. Oh ja, das sieht gut aus. Einfach 70. Immer umdrehen. Oh, oh. 74. Wir zählen gleich runter. Ich fange gleich an zu zählen, Bro. Da müssen wir in die Achterbahn rein, oder? 80. Ja, wir müssen rein. Wir können da direkt rein. 85. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ah, der war direkt vor mir. 3, 2, 1. Rein da. Ja! Rein da, ja! Ja! Auf geht's, Achterbahn. Du verdammter Clown, keiner kommt zu einer Show, du bist ein Blödmann. Heidi und Denno sind die Besten. Wie geil ist das? Wir fahren Achterbahn in den Backrooms. Bro, wo geht die Achterbahn jetzt hin? Was ist das? Oh nein. Oh, Bro. Oh nein, Mann. Okay, Alter, du hast so ein Glück, dass du eine Taschenlampe... Oh, hier sind auch vier Taschenlampen. Oh, ein Mandelwasser. Er klaut mir einfach das Mandelwasser. Hey, Bro. Ey, komm, hier, die Taschenlampe. Was hast du so in deinem Inventar, Digga? Sag mal. Bro, ich habe drei Taschenlampen. Was willst du davon haben? Okay. Ich glaube, ich gebe dir einen Saft. Oh, Spaß, Heidi. Ja, ich behalte ihn mal lieber, ey, ne? Oh mein Gott, ey. Oh, warte mal, Heidi, da vorne ist ein Saft. Alter, hier ist ja richtig viel. Bro, cool. Ey, immerhin, Mandelwasser haben wir mehr als genug. Hast du dein Inventar voll? Nee, sammel mal ein. Okay. Das ist ziemlich sass. Hier ist noch ein Riegel, Bro. Okay, es ist ziemlich sass, dass hier so viele Sachen liegen, ne? Bro, das ist ja schon... Ja, weiß ich. Ist auch sass, dass sie in deinem Inventar sind. Na, gib mal die Hälfte raus. Ah, oh, Mann, Alter, hier hast du Mandelwasser. Weißt du was? Kriegst noch zweites Mandelwasser, aber der Energy-Riegel, der ist meiner. Der Energy-Riegel ist meiner. Lecker Schmecker. Ja, okay, ich gebe dir einen Saft zurück, weil ich schon viel habe. Und Mandelwasser kannst du behalten. Ja, weil ich will okay. Mich ja auch nicht verrecken lassen. Dann komm, rein geht's ins Level, aber, Alter. Ja, mal gucken, Bock, was jetzt hier wartet. Was ist das hier? Bro? Yo? Hörst du das? Hm? Ich höre so ein Geräusch. Ich höre so ein Geräusch. Das ist wie so ein ganz gruseliges Level. Also, kennt ihr diese... Ich muss jetzt erstmal Mandelwasser trinken. Kennt ihr diese unterirdischen Keller, Alter? Mann. Wem gehört das Haus, Leute? Schreibt's in die Kommentare. Wessen Haus ist das hier? Wo sind wir gerade? Bro, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warte, liegt hier irgendwo? Wir sind doch bei dir zu Hause, Heidi. Ja, ich hab doch so sieht mein neues Haus aus, Leute. So sieht mein neuestes Haus aus. eine Sache verstehe ich aber nicht. Wie lange geht dieser... Was hast du? Ich habe nichts gemacht. Okay, rechts oder links? Ich gehe mit dir. Okay, ich gehe rechts.
Was ist hier? Hier ist eine Sackgasse. Warte. Oh nein. Okay, hier ist nichts. Links. Okay, da vorne ist irgendwie ein Raum. Hier sind zwei Räume, Bro. Hier links ist noch ein bisschen Loot-mäßig. Nehmen wir mal den Riegel. Ja, nimm den. Das ist sehr auffällig, dass hier so viel platziert wird. Sehr auffällig. Ich esse jetzt auch mal direkt den Riegel. Ich gehe vor, Alter. Ich weiß, was gleich passiert. Yo, hier liegt was Ausgebuddeltes. Das sieht aus wie in The Last of Us. Dieser Pilzinfektion. Das sieht einfach aus wie in The Last of Us in dem schlimmsten Level. Was ist das für ein Gang? Hier ist ja nichts. Mach das Licht aus. Siehst du das hier im Raum? Oh Gott, es leuchtet. Warte mal kurz. Das sind Geräte. LiDAR-Scanner. Digga, das ist legendary. Ein Legi-Item. Ey, das... Bro, bei mir ist was rot. Bei mir war da was rot. Bruder, was geht denn hier ab, Mann? Was ist das? Bin ich jetzt im Weltraum? Yo, man kann einfach mit diesem LiDAR-Scanner... Warte, hier stand was, oder? Da war doch ein Zettel. Da ist ein roter Punkt auf dem verdammten Scanner drauf, ID. Bruder, da war etwas. Moment. Nein, nicht Mandelwasser trinken. Oh, Mann. Alter, er kommt immer näher, ne? Er ist bei mir, ID. Du hast noch Zeit. Er geht aber jetzt zu dir. Er hat dich gerochen. Das Ding ist, Bro, hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Oh nein. Ich sehe gerade, du bist falsch abgebogen. Oh Gott. Hier ist eine Sackgasse. Oder bitte nicht. Bro, das ist gruselig, das Monster. Was ist das, Mann? Okay, Mann. Warte, er ist da hinten. Wir müssen in die Nähe des Monsters gehen. Oh oh. Der ist bei dir nah. Er ist bei dir nah. Du darfst ihm nicht zu nahe kommen. Das ist in deiner Range. Er ist in deiner Range! Hallo! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bewege mich einfach nicht, Bruder. Ich mache einfach gerade nichts. Ich habe einen zweiten Gang entdeckt. Er ist direkt bei mir. Er ist direkt bei mir. Okay. La la la. La 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 la. Ich lauf weg, okay? In einen noch nicht markierten Bereich. Gott, der ist bei mir! Ich sehe ihn! Boah, ich höre den Atem! Das sind zwei! Es sind zwei! Es sind zwei Monster! Das sind drei! Ja! Es sind zwei Monster! Okay, Bro, bist du tot? Das bist doch du! Das bist doch du! Ich bin's! Das bist doch du! Okay, Alter. Keycard vorzeigen. Ja, genau, die Keycard. Hier vorne ist ein Raum. Ja, nice. Am besten alles markieren, Alter. Am besten so richtig mit DPI richtig den Raum ausscannen. Ey, das Tool feiere ich mies, Alter. Hier vorne geht's auch noch rein. Ich liebe es. Es sieht so cool aus. Das ist so innovativ. Oh Gott. Lauf in die Richtung des Gelben. Ja, ich bin jetzt hier gerade am Scannen. Warte. Er kommt näher. Ich lauf mal. Warte, hier ist eine unbekannte Wand. Vorne ist nichts. Bro, du bist doch bei mir. Warum? Nein, doch nicht. Wir sind, glaube ich, irgendwie... Ah, du bist hier drüben lang. Ah. Oh nein, Mandelwasser. Oh Gott. Oh, oh. Hast du was? Ich hab's gedroppt. Ich hab's gedroppt. Jetzt sehe ich's nicht mehr. Bro, ich will mein Mandelwasser. Okay, warte. Ich dropp dir noch eins. Ich hab's, aber ich sehe... Ich hab ja eins. Okay, wir müssen jetzt mal die Taschen abhaben. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lässt du mich mal durch, Bro? Ja. Danke dir. Wir müssen uns beeilen, glaube ich. Ich gehe nach links. Hier ist noch ein Gang. Auch noch was? Nein, ich sehe ihn. Nein, Bro! Ah. Bro! Ja. Wir haben den Ausgang! Das ist er! Ja! Ey, du bist raus! Endlich! Let's go! Oh mein Gott, er hat es geschafft! Wir saßen da eine Stunde dran, an diesem Level. Eine Stunde, Bro. Hier. Wir haben zu reden. Du bist entlassen. Oh.
Bro, ich habe kein Mandelwasser mehr. Warte mal. Was wollen wir wieder zurückgehen? Was ist Nein, natürlich nicht, Alter. Lass mal erstmal gucken, was wir da unten... Oh! Yo, das ist das nächste Level. Was geht denn hier ab? Aber hier gehen wir noch nicht rein, Bro. Warte, Nein. Ich habe noch einen anderen Weg. Warte, warte, was war da... Hier, was ist das? Oben? Was haben wir hier oben, Alter? Durch die Tür. Yo! Oh, das führt ins Hub! Oh mein Gott! Okay, Alter. Leute! Ey, ich würde sagen, hier machen wir erstmal Pause, würde ich sagen. Aber ja, es gibt noch ein paar Level. Oh mein Gott! Okay. So, Leute, das war's auf jeden Fall von der 4. Episode von den Backrooms. Wir sind aus den Poolrooms entkommen und noch viel weiteren Leveln. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Wasserlevel als nächstes weitergeht, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt auf jeden Fall eine Bestrafung für Denno, vielleicht für die nächste Folge in die Kommentare, was wir ihm geben können. Und wenn ihr auf jeden Fall wollt, Backrooms in die Kommentare abonnieren, nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und checkt, Leute, meinen Roblox-Kanal aus. Ihr kommt jetzt zu meinem Roblox-Kanal. IDs raus und rein und ciao.